Ja, Kryptowährungen sind ein Hot Topic und bei mir ist Malte Kaub, er ist Referent für Active Trades. Inwiefern können denn Anleger und Trader auch bei Active Trades partizipieren an diesem Trend? Ja, das Thema Kryptowährung ist nicht mehr aufzuhalten. Getrieben durch Blockchains werden Veränderungen in allen Industrien vorangetrieben. Das Thema hat natürlich auch die Kunden von Active Trades berührt. Insofern hat Active Trades in Antwort darauf eine breite Palette an Kryptowährungen zur Verfügung gestellt. Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, das sind Begriffe, die wir uns merken müssen. Wie findet man denn die richtige, ja, Kryptowährung, die zu einem passt? Das Problem bei den Bitcoins ist, dass die einen recht großen Spread haben, also der Unterschied zwischen dem An- und dem Verkaufspreis. Und auch die Margenanforderungen sind sehr, sehr groß. Deswegen wurden auch weitere Kryptowährungen eingeführt. Da will ich gerade den Ripple nennen. Der hat Spreads, das kennen wir fast aus dem Forex-Bereich. So eng sind die. Die Liquidität ist sehr hoch und so können wir auch auf steigende wie auch fallende Kurse sehr effizient spekulieren. Glauben Sie, dass es wirklich ein langfristiger Trend ist und dass man auf diesen Trend ja unbedingt mit aufspringen muss, wie auch immer? Also die Triebfeder darunter ist die Blockchain-Technologie, wie der Name der Krypto-Cryptocurrency ist am Schluss, die dann tatsächlich der beliebteste Kryptowährungsbereich ist. Das können wir nicht sicher sagen, aber das Thema ist nicht mehr wegzudenken. Ein anderes wichtiges Thema ist der Brexit und Sie selbst leben ja in London, haben da einen guten Einblick. Wie ist die Stimmung in London zurzeit? Na, man hat mittlerweile den Eindruck, die harte Linie, die Theresa May gefahren hat, die kann sich nicht durchsetzen. Wir navigieren auf einen weichen Brexit hin. Und was wir auch sehen, ist, dass wir sehen zwar viele Organisationen, stellen sich aus rechtlicher Sicht neu auf, aber die Mobilität der Mitarbeiter ist deutlich geringer. Also viel Hype, im Moment ist wieder etwas Ruhe und Konsensus eingekehrt und die Wirtschaft brummt in UK. Wird es auch weiterhin für die deutsche Wirtschaft so sein oder müssen wir da auch irgendwie was befürchten, dass der DAX vielleicht auch dadurch belastet wird? Aus Brexit-Sicht sehe ich im Moment relativ wenige Risiken. Wir müssen natürlich immer schauen, was kommt Neues hoch. Aber gerade der Finanzbereich ist ein Bereich, in dem auch Theresa May bereit ist, Konzessionen zu machen, weil das ist die Triebfeder der UK-Wirtschaft und das will sie sich nicht vermiesen lassen. Malte Kaub, Referent für Active Trades, danke Ihnen für diese interessanten Einblicke und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.